Das eben gezeigte war die Absauganlage für meine Bosch GCM 12 GDL. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr die bekommt, wie ich die gebaut habe und ja, wie man die hier zusammensteckt, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei Baumwerken, der YouTube-Kanal rund ums Thema Holzmetall und Elektrotechnik. Mein Name ist Sebastian. Und wie schon gesagt, das hier wird oder ist die Absauganlage für meine Bosch GCM 12 GDL. Und ja, ich habe wirklich viel Zeit gebraucht, um die 3D gedruckten Teile jetzt so hinzukriegen, dass auch alles passt. Es hat immer hier und da was gestört, aber jetzt funktioniert und ich würde es euch ganz gerne zeigen. Als erstes muss man sagen, die 3D gedruckten Teile sind für diesen 45 mm Staubsaugerschlauch gedruckt und auch optimiert. Und sind so auch dicht. Ich setze das Zeug jetzt mal so zusammen, wie ich mir das gedacht habe. Wir können es ja einmal provisorisch zusammenstecken und dann ja, wird es zusammengeklebt mit Epoxidharzkleber oder Kleber, den ihr zu Hause habt. Hiermit fangen wir an. So. Das kommt hier drauf. Dann dieses Stückchen Schlauch wird hier drauf gedreht. Das ist die Steckverbindung. Und auf diese Seite von dem Schlauch kommt das Teil hier drauf. Jetzt kommen hier noch Schrauben durch. Das sind M5x16 Schrauben. Die kommen hier durch. Hier. Und eigentlich ist das Teil jetzt so sogar schon vormontiert. Jetzt kann ich es eigentlich auch hier schon dran montieren. Hier auf der Hinterseite von der Säge waren so zwei Schrauben drin. Die habe ich rausgeschraubt und da kommen jetzt die Schrauben rein, beziehungsweise werden festgeschraubt, die hier dran sind. Jetzt ist wichtig, dass das hier ausgerichtet wird, bevor die Verbindungen zusammengeklebt werden, weil hier hinten ist eine Schraube und da stößt die ganz gerne an. Von daher guckt, dass das hier alles richtig ausgerichtet ist. Ja, so ist perfekt, stößt nirgendwo an. Und jetzt markiere ich mir hier die Stelle, wie wir die Verbindung hier zusammenkleben. Ausgerichtet ist, wieder auseinanderschrauben und zusammenkleben. Zum Zusammenkleben benutze ich hier eigentlich ganz gerne so einen Epoxidharzkleber mit so einer Spritzpistole. Finde ich eigentlich ganz praktisch, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Einfach hier aufmachen. Dann gibt es hier solche Mischerdüsen. Die werden hier ja, draufgesteckt, umgedreht und schon kann man hier den Kleber rauspressen. Das war's doch schon. Jetzt lassen wir das Teil hier trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, schon trocken und weiter geht's. Ich würde sagen, wir schrauben hier den Schlauch mal dran. Dann das Ding anschrauben.
das Teil kommt jetzt hier oben rein. Auf der anderen Seite kommt der Schlauch hier rein. Und in der Theorie funktioniert das jetzt so. Ich habe hier meine Absauganlage angeschlossen. Der Staubsaugerschlauch geht dann hier lang. Hier in mein T-Stück bzw. in die Absaugeinrichtung von der Bosch GZM12 teilt sich dann hier auf. Hier wird einmal das Unterteil abgesaugt und hier, wo sich das abzweigt, geht der Schlauch zu dieser originalen Absaugung hier. Jetzt müssen wir noch darauf achten, dass wir hier nicht zu schnell beim ersten Mal in das Plastik reinsägen, weil sonst splittert das hier auf und das wollen wir ja vermeiden. Also hier ganz langsam einmal reinsägen. Bevor ich euch zeige, wie gut die Absaugung funktioniert, muss ich euch die Nachteile natürlich auch erzählen. Es funktioniert leider nicht, mit der irgendwelche Winkelschnitte zu machen. Weder in dieser Richtung noch irgendwie ja so oder so. Wenn man die Säge so neigen würde, würde man sich hier die Absaugung so nach und nach kaputt machen. Und ich persönlich möchte das nicht und ist mir auch zu teuer, jedes Mal hier ein neues Teil zu drucken. Von daher ist es meiner Meinung nach nicht empfehlenswert. Hier in dieser Richtung geht es schon, aber nur ein ganz kleiner Winkelbereich. Von daher, ich lasse es einfach. Ja, für mich ist es gar nicht schlimm. Ich baue das hier einfach wieder auseinander. Geht auch wirklich schnell. Ich ziehe hier auf diese Seite das Teil ab. Benutze hier dafür dann hier die Absaugung. Hier löse ich die beiden Schrauben und schon ist der Teil demontiert und hier mit der Originalabsaugung einsatzbereit. Absaugen funktioniert optimal bei solchen schmalen Platten, weil die Späne, die vorher hier unter diesem Teil durchgerutscht sind, fliegen jetzt hier direkt hier rein und werden abgesaugt. Umso höher das Brett wird, umso schlechter funktioniert die Absaugung, beziehungsweise umso weniger effizient wird die untere Absaugung, umso effizienter wird die obere Absaugung. Und man hat ungefähr die gleiche Absaugleistung wie ohne meine zusätzliche Absaugung. Ja, legen wir los hier mit dem Schneiden. Es ist immer noch keine perfekte Absaugung, aber sie funktioniert wirklich viel, viel besser wie vorher. Ich kann das Ding jetzt hier nochmal abbauen und dann zeige ich euch, wie das vorher gestaubt hat. Jo, gleiche Brettricke, los geht's. Jetzt nochmal mit einer Einstellung, wo ich von nahem zeigen will, dass die Sägespäne hier vorher unter diesen Gumminippel lang geflogen sind. Ich denke, da konnte man eindrucksvoll sehen, dass die meisten Späne nicht hier reinfliegen, sondern immer hier dran vorbei. Allerdings auch nur bei Brettern mit einer geringen Höhe. Und mir war, wie gesagt, wirklich wichtig, dass die super schnell zu montieren und demontieren ist. Ich kann es hier mal ganz schnell machen. Eins. 2, den Schlauch ab, hier dran, den hier dran und wieder fertig montiert, einsatzbereit. Ja, jetzt wollt ihr auch noch wissen, wo ihr die 3D gedruckten Teile hier herbekommt. Ich habe euch alle STL-Dateien unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe die Cut-Zeichnungen alle so aufgebaut, dass man die ohne Überhänge drucken kann. Also ihr könnt es einfach in euren Slicer reinjagen und drucken. Ihr braucht keine Überhänge, wenn ihr so einen einigermaßen funktionierenden Drucker habt. Wenn ihr die Absaugung hier haben wollt und leider keinen 3D-Drucker habt, kein Problem. Schreibt mich einfach an. Ich habe die E-Mail-Adresse hier eingeblendet, info@homewerken.de, und wir werden uns da preislich sicher einig. Den richtigen Schlauch
Dann den Kleber und die Düsen habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr was über die Links kauft, unterstützt ihr meinen Kanal. Würde mich persönlich sehr, sehr darüber freuen. Ist aber auch kein Muss. Ihr könnt auch andere Quellen nehmen. Guckt mal bei eBay oder sowas. Und wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf den Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.